Hier geht es darum, wie man ein Saftfasten am besten oder relativ optimal durchführen kann. Das ist jetzt ein semi-spontanes Video. Und beim Saftfasten, die sich dafür interessieren, da ist zu beachten, also man kann Saftfasten immer durchführen, egal in welchem Zustand man sich befindet. Das ist bisher meine Erfahrung. Und was individuell ist, ist die Saftmenge. Da muss man wirklich gucken, womit man am besten klarkommt. Das kann variieren zwischen ungefähr 1 bis 3 Litern an reinen Saft, den man natürlich auch verdünnen kann, wie man möchte. Geeignet finde ich dafür an Lebensmitteln in erster Linie und in besonderem Maße zum Beispiel Trauben, Äpfel, Orangen, Melone, also alle Arten von Melone, Karotte, rote Beete, Blattgemüse, Wildkräuter. Ja, das sind so 8 Lebensmittel ungefähr, die ich benutze zumindest, die ich auch relativ simpel finde, wofür ich auch keinen Entsafter brauche. Und das nächste ist, das sage ich schon mal vorweg, das sind Einläufe, die sind wirklich sehr wichtig für die allermeisten. Erkläre ich kurz, und zwar deswegen, weil der Darm halt wirklich ausruht, allein dadurch, dass keine Ballaststoffe zugeführt werden. Und dann funktioniert natürlich auch die Verdauung nicht komplett ja, mit gleicher Geschwindigkeit, sage ich mal so. Und einige Sachen von dem, was man davor gegessen hat, die bleiben dann noch im Darm drin und die vergiften einen, wenn die im Darm die ganze Zeit sitzen und verursachen Hunger. Und da ist das dann halt schwieriger, das aufrechtzuerhalten. Deswegen Einläufe regelmäßig, täglich oder alle 2 Tage zumindest. Oder zumindest die ersten 3 Tage. Also ihr könnt das wirklich mal gucken, ob für euch die ersten 3 Tage reichen. Oder ob ihr den ersten Tag macht, dann den dritten Tag und dann immer mal wieder. Das könnt ihr relativ individuell machen, nur dass man das halt, dass man sie zumindest mal macht. Das ist so eine starke Empfehlung, das ist wirklich extrem hilfreich. Die Säfte sollten roh sein, weil pasteurisierte Säfte wieder sauer auf den Körper wirken und durch die Rückvergiftung, durch das Saftfasten hat man schon sehr viele sauer wirkende Stoffe. Was wichtig sind auch Gemüsesäfte und auch Grün zu integrieren, weil die sehr viel Mineralstoff und Chlorophyll haben, was diese säurewirkenden Giftstoffe, die halt zurück in den Blutkreislauf kommen, vom Körper gelöst werden, neutralisieren, also binden, weil die basisch wirken. Und das Chlorophyll, das transportiert die besser. Dann ist halt destilliertes oder gefiltertes Wasser sehr wichtig, um die Giftstoffe auch besser zu transportieren und auszuleiten. Da würde ich empfehlen zwischen 2 und 3 Litern. Man kann auch mehr trinken, man kann auch deutlich mehr trinken. So, ich war kurz abgelenkt. Die Dauer des Saftfastens, da würde ich erstmal 1 Woche zum Ausprobieren veranschlagen. Man kann es auch erstmal 1 bis 3 Tage ausprobieren. Einläufe, so ein Gerät für Einläufe, ein Irrigator, den gibt es für 5 bis 10 Euro in der Apotheke oder bei Amazon. Bio ist unbedingt darauf zu achten, besonders bei Orange, Apfel, Traube. Bei deutschen Salat, deutsche rote Beete, deutsche Karotte nicht unbedingt. Noch wichtig ist, die Säfte gut einzuspeicheln und langsam zu trinken, weil die Kohlenhydratverdauung halt im Mund anfängt und das ist dann auch bei Säften wichtig. Damit da, also da funktioniert es auf jeden Fall deutlich optimaler mit. Also ihr könnt auch Säfte ohne Entsafter herstellen. Also ihr könnt es bei Melone zum Beispiel die durch einen Sieb durchdrücken, indem man die einfach ausschält und durch ein Sieb durchdrückt. Ich verlinke dann auch mal hier irgendwo, keine Ahnung, ein paar Videos dazu, wie man das macht. Bei Trauben ist es auch einfach. Gibt man in den Mixer und was rauskommt, auch in ein feines Sieb rein und durchdrücken. Orange gibt es ja auch diese Zitruspressen, diese Handpressen einfach. Bei anderen Dingen, wie zum Beispiel Apfel oder Gemüse, die tut man auch in den Mixer. Gemüse mit etwas Wasser. Und gibt das dann in ein sehr gründlich heiß ausgewaschenes Küchenhandtuch oder Wäschesack oder Nylonstrumpf und druckt das dann dadurch.
So kann auch jeder halt diese Säfte machen. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, gerne fragen. Das war das grundlegende Video, wie man ein Saftfasten optimal macht. Bis